Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit der goldenen Horde. Golden? Wie mein Haar. Nein, wow. Ja. Wie rede ich mich jetzt daraus? Krieg! Wir müssen Krieg erklären. Krieg auf Perm, Krieg gegen Usbek, Krieg. Das ist die Antwort. Leiter Händler, ja, keine Ahnung, kriegen hier ein bisschen Unterstützung. 10 Punkte ist jetzt nicht gerade. In meinem Fall vielleicht schon. Warte mal, wow, wir haben eine Ehe mit denen. Litauen hat Kurland den Krieg erklärt. Krim hat Litauen den Krieg erklärt. Genua wird hier von die Hanse belagert. Moskowie, Genua. Schloss mit Moskowie Frieden. Was? Ach egal, ich verstehe das nicht. Was ist das denn für ein Krieg? Denn für ein Krieg? Gegen die Hanse? Wem bist du verbündet? Und wieso bist... Das verstehe ich nicht. Wem bist du verbündet? Okay. Oh, guck mal. Krim und Osman. Gegen Litauen, Polen, Brandenburg und Dänemark. Ja, Halleluja. Polen, du kriegst Zugang. Bam. Dänemark, du kriegst Zugang. Bam. Litauen, du kriegst Zugang. Bam. Dänemark, Brandenburg, du kriegst Zugang. Bam. Jeder kriegt Zugang, solange er der Feind meines Feindes ist. So, das dürfte gleich fertig sein. Da hinten, die machen auch guten Fortschritt. Moskowie ist schon wieder im Krieg gegen... Achso, ist jetzt im Krieg gegen Siena und Savoy. Achso, hier kann ich sogar sehen, was ist das hier für ein Krieg? Siennische Eroberung von Pisa. Okay. Also du hast ihn angegriffen. Das hat... Inwiefern... Jetzt... Achso, du hast ihn angegriffen? Aber... Weil... Warum auch immer hat das ihn als Kriegsführer gemacht? Ungarn? Und weil Ungarn mit der mit Moskowie verbündet ist, ist er Kriegsführer geworden? Und hat dann die Hanse mit reingezogen? Okay, denke ich. Korrupte Bürokratie, ja, keine Steuern für mich offensichtlich. Erobert Kurgan, ist das hier was, ist das hier von dir? Ja, ist, das kann ich erobern. Das kann ich erobern. Weißt du was, das erobere ich jetzt sogar. Oh, mein Agent wurde entdeckt. Das ist eher unschön. Ja, ich weiß gar nicht, will ich das jetzt direkt erobern oder warte ich da vielleicht noch ein bisschen eher? Weil ich habe ja im Moment nicht so wirklich, jetzt frage ich mich, wie viel hier gehört Perm? Nix ist. Hier oben ist Sibirien. Sibirien und dann ist hier Kasachen. Soll ich mir die Kasachen wiederholen? Könnte ich rein theoretisch machen. Ich erstelle hier... Ich erobere hier das hier. Machen wir dann hier die Kasachen wieder. Kann ich dann das ganze Land wiedergeben? Von hier? Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen will. Ich hätte lieber einen zivilisierten Vasallen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, hier stehen in Dings in Brünsk. Zum Beispiel Litauen. Oder Moskowie. Ich habe jetzt nächstes erstmal Perm als Vasallen. Ja. Hey, ich glaube, das sollte ich jetzt als erstes machen. Er hat ja nur 8000 Truppen. Und keinerlei Verbündete außer mich. Und ich hoffe, er verbindet sich nicht super schnell irgendwie mit Moskowie.
Was super unpraktisch wäre für mich. So. Damit habe ich eine Armee, die Moss per besiegen dürfte. So, Gottes Will. Nee. Machen wir mal einen neuen Anführer. Machen wir mal einen neuen Anführer. Nahkampf 6, wow. Und Feuer 3, also... Okay, das ist ein Anführer, du wirst... Du kriegst erstmal meinen Anführer als Anführer. Unser... Du sollst nicht sterben. Der wird hier hinten die Armee anführen, der wird hier vernichten. Sage ich euch. Perm. 0001. Das ist natürlich mächtig. Er zittert. Machen wir. Verlieren ja wieder Geld, weil wir zu viele Söhne haben. Warte, was? Wir haben eine Camp-Provinz bekommen und dann sind die hier revoltiert. Ist mich ein Revolt. Interessanterweise. Achso, nee, ich krieg jetzt mehr Geld, weil ich ja wieder. Die Kontrolle über. Ja, weil ich weniger Ausdehnung habe. Kümmert ihr euch mal darum. Nehmt ihr hier den Supergeneral. Ich muss das hier schnell über die Bühne ziehen, damit sie sich hier nicht verbünden, während ich hier versuche, die zu vasalisieren. So. Ist gewarnt von Moskowi. Wie sieht denn eure Meinung aus? Ihr findet die super, ihr findet die, sind jetzt nicht gerade deine Lieblinge. Aber ein Bündnis könnte es trotzdem werden. Was habt ihr für... die Meinung von Permisch über Moskowi ist... bedroht. Das ist, glaube ich... Mit mir ist der defensiv. Bedroht ist das hier. Er würde dir auf jeden Fall ein Bündnis eingehen wollen, wenn er die Chance dazu hätte. So, du kriegst wieder den Anführer. Ihr kriegt jetzt hier den Superanführer. Schicken wir erstmal noch einen los, um. Ne, weißt du was, ich will dich ja als Vasallen haben. Ich werde dich ja vasalisieren, aber ich werde dich komplett erobern und dann vasalisieren müssen. Bündnis auflösen. Lass die alle sterben. So. Perm. Ja, ist jetzt stinkig auf mich. Logisch. Los, kommt schon, 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 kommt schon. Kann ich den nächsten Diplomaten schicken? Erobung von Perm. Gut. Jetzt darf er kein Bündnis mit Moskowi schließen. Wende. Ja. Bis jetzt scheint das nicht zu passieren. Und nach 60 Tagen kann er den auch nicht mehr reinrufen. So, jagen wir den mal hier kurz. Machen hier die Armee fertig. Ja. Machen die unglaublich fertig. So, komplett vernichtet. Wow. Schicken wir alle rum. Der wird hier nicht genug sein. Ja, doch, wird er sogar. Wow. Wir sind ja auf 2000. Wir haben eine weitere Kämpferin erstellt. Perfekt. Und Perm wird erobert. Super. Könnt ihr auf jeden Fall zu einem Vasallen machen. Das ist schon mal gut. Wir verlieren hier gerade ganz schön Geld. Und kosten unsere... Achso, unsere Armee ist wahrscheinlich sehr teuer im Moment, weil wir zu viele haben. 10, weil wir zu überschritten haben. Wie heftig haben wir denn überschritten? Um fast 10. Ja, gut. Gebt ihnen alles, was sie wollen. Unsere Militärtechnologie dürften wir gleich... machen, aber erstmal machen wir hier eine Staatsehe. Achso, ich habe kaiserlich gelesen. Ich dachte, was? Der ist ja kein Kaiser. Ja, haben wir schon gemacht. Legitimität haben wir im Moment relativ wenig. Weiß ich gar nicht warum. Ihr gewinnt hier so leicht gegen die, aber nicht allzu heftig. Doch. Ach, ihr seid im Krieg mit Dänemark. Dänemark hat den Krieg übernommen. Okay. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch.
Das heißt, du kannst hier nicht mal mit ihm separat Frieden schließen. Er erobert hier. Was? Ich wollte doch gerade irgendwas tun. Oh, guck mal, wenig ist gewachsen. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Was wollte ich gerade machen? Gott verdammt. Ich find's lustig, wenn ich hier Moskau komplett erobert habe, der ist hier wirklich nur dann das hier. Das wäre lustig. Ja, die Khan hat sich mit wenig verbündet. Wenig ist ziemlich stark. Gott verdammt. Glaubt ihr, ich komme jetzt drauf? Natürlich nicht. Ach. Egal. Ey, guck mal, die Krim-Armee wird hier unten vernichtet. Und da kommen dann die Osmanen und machen hier den. Machen das, was sie machen sollen. Ihr seid mir zu mächtig. Ich bin nicht so stark. Ich habe zwar relativ reiche Gebiete. Aber ich kann nicht so viel treffen. Guck mal. Ich krieg einen Anspruch auf Kat Lee. Gegen Farrakundo. Ich wollte gerade sagen, das liegt doch hier. Ist doch georgisch, oder? Ja, ist es. So, die erste Belagerung ist vollendet. Die zweite Belagerung ist auch erfolgreich. Wir können ihn hier voll annektieren. Moskowi. Moskowi ist hier unglaublich sauer, deswegen. Das wird ihn nicht sonderlich freuen, wenn ich ihn hier komplett erober. Sein einziges Problem ist, dass es mich überhaupt gar nicht interessiert, wie seine Meinung von mir ist. So, Perm wurde komplett erobert. So, die Armeen sind nach Hause geschickt worden. Nun, wenn ich ihn ganz normal vasalisieren würde, ohne dass ich ihm was nehmen würde, würde er mich trotzdem wie die Pest hassen. Okay. Warte mal. Ja, es ist die Vasalisierung. So. Würde er mich trotzdem wie die Pest hassen. Wenn ich ihn voll annektiere, hasst er mich relativ immer noch ziemlich heftig. Ja, voll annektieren. Bam. Und wieder freilassen. Führt die Hass ein. Oh. Achso, weil ich habe sonst keine nicht-muslimische Untertanen gehabt. Ja, ist nicht so wichtig. Vasallen erstellen. Perm. Senden. So. Jetzt habe ich hier einen muslimischen östlichen Dings. Mag mich nicht sonderlich. Das ändere ich mal. Schnellstens. Ich wollte nur sicher gehen, dass er auf keinen Fall hier eine Ehe, Bündnis mit ihm eingeht. Und dass Perm auf jeden Fall auf meiner Seite bleibt. Das, denke ich, habe ich damit sichergestellt. So, muslimische Mailand hat Dings und wir kriegen neue Truppen. Und zwar die Schaschmir-Infanterie. Perfekt. So. Wie sieht denn das hier aus? Infanterie-Nahkampf, nicht so gut. Warte mal. Achso, das ist Nahkampf. Ja. Warum auch immer, das ist jetzt beides, na egal. Hey, unser Kerscher ist tot, Gott, verdammt. Das können wir 10 Jahre lang nichts machen. Jedenfalls nichts Offensives. Ja, bringen wir unser Land mal ein bisschen in Ordnung, würde ich sagen. Wir forschen hier ein bisschen Technologien. Gucken uns um. Werden keine Kriege aktiv führen. Hey, warum gewinnst du jetzt so heftig? Achso, die Osmanen sind jetzt hier. Ihr habt die orthodoxe Rebellen. Wer hätte damit gerechnet? Was wollt ihr von mir? Was ist hier los? Kastilische Kreuzung gegen Algerien. Klasse. Ja, natürlich, hier, Zugangssektion. Ja, braucht ihr eigentlich gar nicht. Komm, macht euch nichts ein. Macht euch nichts vor. Wir erhalten hier natürlich wieder Pietät. Obwohl ich die jetzt gar nicht mehr brauche. Die Moral der Armee ist natürlich klasse. Ja, ich finde die Moral der Armee besser als Technologiestufe, um ehrlich zu sein. Die legen sich hier mit den Thronanwärtern von Dings an.
Auch geil. Und die Krim macht hier die vollkommen fertig, leider. Wir haben Arguin entdeckt. Ja, wunderschön. Das Konzil von der Azores. Die Azores. Ich glaube, das ist irgendwas in der neuen Welt oder in Afrika. Aber okay, wenn ihr da euren Konzil abhalten wollt, dann wer bin ich euch daran zu hindern? Ich hätte jetzt die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen, weil ich kann ja nichts machen. Und oh, Friedensangebot. Polen verzichtet auf seine Ansprüche. Damit ist Polen raus, was unklug ist, weil jetzt die Osmanen keine Verstärkung mehr hinzuziehen können. Das heißt, wenn die euch jetzt hier fertig machen, dann sind die Osmanen raus. Hättet ihr euch vielleicht vorher überlegen sollen. Ja, aber... naja. Venedig hat ein Bündnis mit Dänemark geschlossen, so wie es aussieht. Ne, Savoy. Und Frankreich. Sehr interessant, wie viele hier Krieg haben mit euch. Oh, sogar Tunesien. Tunesien, Triplus und Marokko. Wir haben es geschafft, seine sehr legitime Dokumente vorzuweisen für einen Anspruch auf eine ihrer Provinzen. Glorreich wird unsere goldene Horde sein. Auf Dagestan. Ja, ich würde sehr gerne gegen euch ziehen, aber ihr seid einfach außerhalb meiner Reichweite. Nun, ihr hasst doch bestimmt die Osmanen, oder? Die waren von Akko. Die würden euch. Ihr würdet denen doch bestimmt keinen Militärzugang geben, oder? Dann könnte ich die hier angreifen und mir ein paar Gebiete in Georgien sichern. Dagestan und Kartli. Offensichtlich. Obwohl, ich glaube, das hier ist nur Georgien. Genau, modern Georgien ist aber, glaube ich, das Ganze hier. Hier ist ja noch Armenien, Georgien. Gibt ja viel zu viele Länder heutzutage. Ist nicht so mit einem so ein großes, schönes Land, was ihr alles kontrolliert. Nee, muss jeder, das kleine Land muss unabhängig sein. Aber naja. Hey, guck mal, die Perm-Typen kommen sogar alleine mit ihrer Revolte hier, klar. Den Orthodoxen. Und die haben hier sogar schon was konvertiert. Es könnte auch sein, dass es noch von mir konvertiert war. Glaube ich aber nicht. Aber er konvertiert hier oben auf jeden Fall auch. Ist ein guter sunnischer Herrscher, irgendwie ein Friedensangebot, was ich jetzt nicht mitgekriegt habe. Von einer Nation, die wichtig ist. Mein Berater ist gestorben. Mein Militärberater. Ich könnte mir hier einen teuren kriegen. Aber den würde ich mir lieber fürs Dings aufbewahren. Für administrativ vielleicht, im Moment. Deswegen nehme ich mir den Truppenlimit-Typen, auch wenn ich das nicht wirklich brauche. Und hole mir hier... Missionarstärke ist natürlich toll, was hat der im Moment? Zu einer Steuermodifikator. Ist natürlich auch klasse. Aber ich glaube, Künstler Agaglak Tululin. Agalak Tuluim. Tululun. Ist zwar nicht so wichtig, Stabilitätskosten, aber. Ne, weißt du was? Ich nehme die Missionarstärke. Dann habe ich immer noch Geld übrig, aber kriege ich 2 Punkte mehr. Oh, wow. Entschuldigung, bitte. Ach, ich habe ja einen Regentschaftsrat und der kann wohl gar nichts administrativ. Klasse. Weil Administrativität ist, Administrative ist ja nicht das Wichtigste im Moment, was ich habe. Ich kann es erst in 10 Jahren ändern. Okay. Ist nicht so gut. Tonerwetter haben wir hier vernichtet. Keine Sorge. Mannstärke regeneriert sich langsam. Die Orthodoxen machen euch doch ganz schön Probleme, so wie es aussieht. Aber nichts, zu besorgniserregend. Das denke ich. So, wie alt ist mein Sohn mittlerweile? Oder bin ich? 7. 7 Jahre noch. Algerien wird hier ganz schön auseinandergenommen. Und die Osmanen. Oh, die Osmanen haben hier Rebellion. Ungarische Patrioten. Kroatische Patrioten. Hier haben die angegriffen, aber versagt. Und hier sind sogar kastilische Truppen gelandet. Klasse. Jetzt müsste nur hier Dänemark runterkommen und hier die aufräumen. Die Truppen hier.
Dann wäre alles perfekt. Bist du mittlerweile weiter als ich? Was immer nötig ist, ja klar. 50 administrative Punkte nehme ich immer gerne. Geld kann ich schnell wiederkriegen. Wir müssen 7 Technologie hinterher sein. Wir sind nur 5 Technologie vor uns. Das Problem ist, ich bin natürlich... Ich kann nur administrativ hinten liegen. Aber ich will ja auch nicht administrativ weiter. Aber das wird kommen, wenn ich hier erstmal religiöse Ideen genommen habe. Und dann danach... Nee, wird kommen, wenn ich religiöse Ideen genommen habe. Administrativ ist ja auch nicht so wichtig. Das ist cool. Aber das kriegt man ja sehr spät. Also bis auf die Ideen ist das relativ unwichtig, finde ich. Gab's hier einen Weiß? Gab's den Frieden? Gab's da einen Frieden? Hier gab es doch einen Frieden. Ja, die Osmanen sind raus. Ich weiß nur nicht, zu welchem Preis. Sieht aus wie ein weißer Frieden. Und naja, Krim wird sich jetzt wohl nicht mehr allzu geschlagen. Wow, 10 Prestige und 1 Stabilität für Geld. Ich hätte mir durchlesen sollen, was das war, aber ich wollte nicht, dass das Ereignis weg ist, weil ich zu lange warte. Ja, leider ist jetzt natürlich dein Sunni-Typ da oben nicht mehr am Machen, weil der ja vertrieben wurde von den Orthodoxen. Und das wird jetzt hier immer in einem Kreis laufen, oder was? Klasse. Sogar Frankreich greift dich hier an. Oh Mann, Osmanen haben heftig abgekackt hier. Ihr könntet hier alles fordern, was ihr wollt von den Osmanen. So viele Punkte habt ihr im Moment. Ja klar, lauft durch mein Land, was auch immer das bringt. Hier oben die Rebellen. Ungarische Rebellen. Kroatische Nationalisten. Geil, geil, geil. Macht sie schön fertig, die Osmanen. So, aber ich bin... Oh. Goldene Horde hält einen Anspruch auf Nischengorod. Ne, ich hab Nevereski Novgorod, glaube ich. Novgorod Severeski, so ist es. ja, hart bleiben, der kann mich eh schon nicht leiden, von daher spielt das keine Rolle. Ich bedanke mich aber dafür, dass ihr zugesehen habt. Wie immer hoffe ich, dass es euch, euch gefallen hat. Gott hilf mir, ich habe verlernt zu sprechen tun. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da, falls es noch nicht passiert ist. Wir sehen uns das nächste Mal bei Europa Universalis 4. Bis dann.